Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 14. Ja, mit dabei sind wieder der Paddy, Hi. MC Gosmo, Ja, hallö. Hephaistos Hi. und natürlich ich. Hallo. Ach so, klar, Emotes gehen gerade nicht. Genau, wir sind schon mal zum Silberbazar für euch gelaufen. Silberbazar, ne? Ja. Ja, Silber Bazar. Nee, Goldwasser. Goldbazar. Ja? Ja. Ja. Ich komme total durcheinander. So. Okay. Genau, wir haben auch den ärmlichen Jungen schon mal für euch angesprochen. Okay. Wer will? Du bist ein Abenteurer, nicht wahr? Da musst du uns helfen. Orsen ist womöglich in Gefahr. Normalerweise liest sie uns hier immer Geschichten von Tal vor, aber heute ist sie in Richtung der unsichtbaren Stadt und aufgebrochen, weil ich neulich beim Spielen draußen meinen wertvollsten Schatz verloren habe. Den wollte sie suchen gehen und jetzt kommt sie nicht mehr weiter. Bitte, bitte, du musst nach ihr sehen. Okay. Kommt nicht Okay. mehr wieder. Jungfrauen in Not retten ist doch immer eine schöne Sache. So. Ja. Oh. War das gerade ernsthaft? Nein, Wollen wir das das bin ich. Feld noch schnell mitmachen? Ja, warum auch nicht? Warum eigentlich nicht, ja. Machen die Dinge überhaupt Schaden? Ja, aber So gut das wie gar nichts. sind halt keine Indie-Gegner, ne? Ja, ist doch nicht für unser Level. Annähernd für unser Level, meinst du? Ja, was ist annähernd? Sind doch nur vier Level Unterschied. Ja, aber Feldstufe 17. Und wir sind zu viert. Ja, gut, zum Feld machst du ja für gewöhnlich auch selten alleine. Ja, aber trotzdem, du bist nicht in einer Vierergruppe, die sich komplett untereinander abspricht, sozusagen. Ja, das schon, ne? Du spielst dann meistens mit so 100 anderen Leuten, die alle was anderes machen als du. Wie zum Beispiel einige nur dumm rumstehen. Ja, kommt auch Lol. öfters vor, ja. Scheitert du irgendwo aus, wenn meine Reichweite verbrot ist, lol. Und Zauber halt nochmal. Ist ja nicht begrenzt. Das wäre ja einmal pro Tag limitiert. Ja, das wäre schon ein bisschen Ja, dann wenig. wirklich steht der Tank außerhalb der Reichweite. Zuck vorbei. Ja, Verkackt. dann müsste der Tank, wie zum Beispiel ich jetzt, selber Protoss haben. Wobei, Stimmt. da hatte ich aber. Ich habe mal Age of Conan gespielt. Und da war es tatsächlich. Da ist anders gelaufen. Da hattest du Heiler, also du hattest drei verschiedene Heiler. Und zwei davon waren Nahkämpfer. Und die haben praktisch bloß so über die passiven Fähigkeiten, wenn sie Schaden gemacht haben oder Schaden bekommen haben, praktisch haben die anderen geheilt, ja. Ah, okay. Und das war ein ziemlich interessantes Konzept. Musst du direkt an das Spiel denken, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja, da gibt es nämlich auch eine Klasse, die ich jetzt auch nicht nenne, wo es auch sowas machen Oh kannst. nein. Ja, aber die ist doch kein Nahkämpfer, oder? Ach so, Doch. doch, klar. Doch, doch, doch. Okay. In dem Fall ist sie dann Nahkämpfer. Die hat nur einen Fernkampfzauber und der ist nicht wirklich gut. Der Mönch. Über welches Level sind die Quests hier eigentlich, Mann? Stufe Warte. 13er Gegner? Stufe 19. Ist tatsächlich eine Stufe 19 Quest. Oha. Vielen Dank, das war überaus gütig von dir. Ohne deine Hilfe wäre ich vermutlich. Oh, du bist der Abenteuer von neulich, nicht wahr? Welch freudige Überraschung. Keine Sorge, ich bin nur leicht verletzt und kann alleine zurückkehren. Das ist eine gute Tarnung. Denke ich mir auch. Der Schatz des Jungen habe ich auch gefunden. Der Ring ist das einzige Andenken, das er noch an seine verstorbene Mutter hat. Ich muss ihn ihm sofort zurückbringen. Und zack, ist er weg. Ist Ganz ehrlich, ich finde, das ist eine gute Ui. Ausrede gewesen. So von den eigentlich Feinden, also offiziell Feinde, eigentlich Verbündete angreifen lassen. Habt Wollen wir ihr, hier habt, durch von den ganzen. steht ihr auch manchmal vor einer Klippe und habt das Bedürfnis, einfach runterzuspringen? Aha. Ich hab das gerade Chris. irgendwie. Chris, Was? nein. Chris, wir wollen noch Guck weiter dich die mit dir Klippe mal Let's an. Playen. Juhu.
Tja, dummerweise Gebietsende. Dark Souls stärkster Gegner, die Schwerkraft. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Die ist absolut tödlich. Ja, hier zum Glück. Ja, okay, hier macht's auch Schaden, aber nicht so schön, wenn ich wie bei Dark Souls. Ein Ort an und boah, was hab ich jetzt gerade? Unachtsamkeit und schon ist vorbei. Ja. Besonders bei Dark Souls hielst du dich ja nicht mit der Zeit automatisch wie hier und bei anderen Games. Ja. Alles kostet. Ja, deshalb heißt es ja auch Prepare to Die. Kann ich gar nicht benutzen. Nee? Mist, nee. Ach, es ist der in keinem Knochenblech nicht benutzt? Ja. Das ist natürlich scheiße. Ja, sollte ich vielleicht mal. Ich bin fast so schnell wie ein Chocobo. Ah, ne, nicht ganz so schnell. Und tschüss. Warte mal, kann ich... Nee, schade. Kann nicht winken auf dem Chocobo. Jan, wo bist du bei... wo bin ich bei dir? Also bei mir bist du hinter mir. Bei mir bist du hinter mir. Lol. Bei mir seid ihr alle hinter mir. Ja, leider. Oh, Jassi, da ist er. Und Jassi ist gleich hinter mir. Ba, 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 ba. Was kriegt Tschüss, eigentlich Jassi. Der Sieger? Der Sieger muss eine Runde Bier ausgeben. Ach, verdammt, Moment, ich steig ab. Genau. Also wenn er schon so fragt, ne? Diese Runde Bier besteht aber aus jeweils einem Kasten pro Person. Was hat er jetzt gesagt? Das ist eine große Runde. Ja, sagt dir nichts von der Größe der Runde, ne? Ich würde gerne dabei anmerken, dass meine Verdienste begrenzt sind. Und? Sind sie alle? Nein, ich glaube, Bill Gates hat ziemlich unbegrenzte Verdienste. Ja, aber ich spreche jetzt von hier Anwesenden. Ist Bill Gates hier anwesend? Nee. Das weiß ich ja, nicht, gut. Man weiß nie, wer seine Nase wo drin hat. Vielleicht spielt er ja auch hier gerade von Fantasy. Nee, ich meine im TS anwesend, sodass er mithören und sprechen kann. Ja, der ist der unsichtbare Ghost Admin. Ach genau, der unsichtbare Ghost Admin in meinem TS, genau. Genau. Priesterin Ussin wurde von Monstern angegriffen, als sie den halt. Andenken... Oh. Genau, der arme Jazzy ist ja noch nicht da. Doch, der ist da, aber der Typ ist bei ihm noch nicht da. Ja. Ach so, ja stimmt, da war ja was. Ja. Spawnzeiten und so. Verstehe ich gar nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum das so lange dauert. Keine Ahnung. Kann er die Ressourcen nicht schnell genug nachladen. Jetzt hast du. Schätze ich mal. Was, wie viel, was? Was für ein PC hast denn du? Noch nicht seinen neuen. Noch nicht meine neuen, ne. Ah, okay. Dann könnte es daran eventuell liegen, zu wenig Arbeitsspeicher oder Prozessor oder so. Schrei ja, einfach, wenn du bei dir da mal bist. Jetzt ist er da. Okay. Priester und Russin wurde vom Monster angegriffen, als sie den Andenkenring eines armen Flüchtlingskindes suchte. Die Ärmste. Ich werde sofort ein Zimmer in der Herberge für sie mieten und nach einem Arzt für sie rufen lassen, damit sie sich schnell von den Verletzungen erholt. Doch das Unglück hat auch sein Gutes. Jetzt wissen wir, dass die Priesterin unmöglich in unserem Fall verwickelt sein kann. Wer das Hab und Gut von Flüchtlingskindern unter Einsatz seines eigenen Lebens verteidigt, ist über alle Zweifel erhaben. Also, naja. Tarnung immer noch. Also, ich wollte gerade sagen, der Schein trügt öfter, als man denkt. Naja, ich würde auch sagen, das sieht ein bisschen zu inszeniert aus. Neuer Stiefel. Sie ist auch und gestiegen. Level. Nein. Levelaufstieg. Hieba. Oh, und mir fehlen noch fast 12.000 EP. Nein. Oh. Was? Mir fehlen noch, zu viele. Also ich bin ja jetzt dafür, nee, ihr seid ja noch keine 20, ne? Ja, das wäre jetzt irgendwie unvorteilhaft, wenn Petrol. Mist, schade. Jazzy, selbst wenn, du müsstest erst einer freien Gesellschaft beitreten oder einer staatlichen Gesellschaft, so rum. So, das habe ich. Stimmt, ja. Dann das lass genau. Und das kriegen wir auch erst in der Main Story. Gut. Ja, dann schauen wir, dass wir da weitermachen. Ja. Höchst verdächtig. Isenbart hat eine wichtige Mitteilung für dich. Eine Sekunde. Sorge dich nicht wegen Ossens Verletzungen. Ich habe die Wirtin der Herberge bereits gebeten, sich um ärztliche Versorgung für die Priesterin zu kümmern. Wie hat er das geschafft? Steht doch die ganze Zeit vor uns, verdammt. Echt mal! Du solltest dich stattdessen zu Sankrit begeben. Er war nämlich auf der Suche nach dir und sagte, er würde in der Nähe des Amaljal-Feldlagers südöstlich von hier auf dich warten. Er meinte, er hätte eventuell eine Spur zu den Tätern gefunden. Nicht, dass der Sankrit da so ein Doppelgänger ist, so... Nein, niemals. Da wäre ich mir nicht so sicher.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Oft kommt es aber unerwartet. Ja, gut, aber ich glaube, wenn nee, wir wir sind auch gerade erst in den Bund der Morgenritter gekommen und wenn sich jetzt schon rausstellen würde, dass er ein Verräter ist, dann wäre der ganze Plot praktisch schon in zwei Quests dahin gewesen. Deswegen genau. wenn dann kennt's erst später. Es kommt genau. später raus, aber vielleicht ist es ja trotzdem. Kann genau. sein, aber ach so, ich glaube richtig. Nicht. Ich laufe vor Jazzy und bin richtig. Yay. Also bei mir hast du ihn jetzt erst überholt. Ja, bei mir hast du mich jetzt erst überholt. Also ich habe gerade alle überholt irgendwie. Also bei mir nicht, bei mir läuft Trist noch hinter dem Shadow Dragon, aber vor mir. Jetzt hast du uns überholt. Ha, die brauche ich auch. Die Mio Tragus Geißen. Geiß. Also noch kein Tankred. Helfen wir ihm mal. Musste, also alleine war, musste ich noch einen Healzauber kaufen, danach musste ich gar nichts mehr machen. Mensch. Eine brauche ich noch. Fällt gerade ein bisschen überflüssig, Jan. Nee, überflüssig fühle ich mich nicht. Oh, warte mal, stimmt ja. Ich habe jetzt zwei Stacks Lichtfeuer und Schatteneis. Ah, ich glaube, ja. Glaub, für normale Gegner mache ich mal diesen Zauber, dass ich mehr Damage mache. Stimmt, du bist ja Druide jetzt, ne? Ah, da bist du ja, Tristan. Du kommst wie gerufen. Ich habe gehört, was Orson widerfahren ist. Die Ärmste. Es tut mir leid, dass ich sie zu Unrecht verdächtigte. Die Dreistigkeit, mit der diese Täter vorgehen, ist wahrlich ungeheuerlich. Doch ich bin den Übeltätern auf der Spur. Als ich Orson in der Nähe des Goldbasars beschattete, stieß ich mehr zufällig auf einige Amaljar, die sich höchst verdächtig benahmen. Ich heftete mich an ihre Fersen und folgte ihnen unauffällig bis zu diesem Lager. Ich hätte mich natürlich auch selbst drinnen umsehen können, aber ich will den ganzen Spaß ja nicht für mich alleine beanspruchen und du bist einem kleinen Abenteurer schließlich nie abgeneigt, nicht wahr? Ich werde hier Wache stehen, während du das Lager durchkämpfst. Wenn es hart auf hart kommt, dann kann ich dir beistehen. Okay. Aha. Dann. Also natürlich mal Standalone wieder. Standalone so zu viert. And alone. Ja, gemeinsam allein, ne? Gruppe ist stand alone. Also, ne? Alles Auslegungssache. Ah, Paddy macht wieder den Tank. Hab ich mir auch gedacht. Nein. Wir sind gerade außerhalb von der Ini, also bitte nicht anscheißen. Nee. Kannst du mich auch mal ein bisschen pfennigfuchserig sehen, ey. Da, verdächtige Schreiben nehme ich mal auf. Jo. Ja. War vielleicht nicht schlecht, ne? Ja, wir können sogar direkt das Questziel. Wir können und eigentlich schon wieder raus. Denn aufheben. Nice. Er will lieber noch die Viecher hier kaputt machen. Klar, man haben die uns angegriffen. Ich habe auch die Devise. Genau, die haben uns angegriffen. Ja, wenn du zu nah rangehst, auf jeden Fall. Ich habe die angegriffen. Ja, und dann greifen die trotzdem zurück an. Die haben direkt alle Agro auf dich, sobald du dir nur zu nahe kommst. Du brauchst die gar nicht anhitten. Nee. Beide wirst du nicht angehittet haben, bevor die Agro auf dich hatten. Ja, wo ist er? Da oben. Felix. Ja. Der hat bei mir aber kein Zeichen über dem Kopf. Hast du die Schriftrolle schon aufgehoben? Ach Gott, verdammt mich. Ja, ich... Okay. Ich war wieder bei dem Ding, dass einer so aufhebt und alle haben es, ja. Aber das Problem ist, es kann sein, dass jetzt bei dir wieder Viecher respawnen, ne? Ja, wenn, dann nehme ich halt die Beine in die Hand. Was soll ich denn hier für eine Rüstung? Soll ich dir mal folgen, falls was passiert? Aber wegrennen kann ich auch noch alleine.
Weil ich muss quasi dir den Weg weisen. Ja, klar. Und er rennt natürlich gleich wieder in den Gegner rennt, der hinter mir respawnt ist. Ja, er pullt die einfach direkt, ist okay. Hinter dir, du warst noch weit weg von dem bei mir. Ja, ich bin schon wieder auf dem Rückweg gewesen. Was blöde ist, ich hab Tanz Reed mir nicht schon angesprochen, ne? Mal wieder. Ja, ist egal, wir sind gleich wieder da. Ich bin einfach viel zu schnell bei euch, ja? Ja, viel zu schnell, Bändler, der mal bei dir rechtzeitig spawnen, ne? Okay. So. Siehst du, du hast meine Hilfe gar nicht gebraucht. Doch sag, hast du irgendeinen Hinweis, der uns weiterhelfen könnte? Ja, möglich. Ah, ein Handzettel? Zeig mal her. Der barmherzige Nalt nimmt sich auch der Ärmsten unter euch an. Habt Teil an seiner Herrlichkeit, findet Arbeit im Nalt. Hm, wohl so einer Jobvermittlung für Flüchtlinge, was? Das Schreiben ist dahin gekritzelt und von Nalttal scheint der Autor auch nicht die meiste Ahnung gehabt zu haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Wisch von einem echten Priester stammt. Wir sollten dieses höchst verdächtige Dokument der Priesterin Orson vorlegen. Vermutlich erholt sie sich in der Herberge an, in Camp Knochenblech noch von ihren Verletzungen. Okay. Dann auf nach Camp Knochenblech. Jo. Ach, halt, ich brauche noch so eine Ziege. Ich freue mich schon auf... Ich freue mich schon auf das nächste Reittier. Ja. Ihr braucht noch eine und pullt drei, okay? So läuft das. Eine wäre auch viel zu einfach für uns. Lauft! Jetzt vor den Schwächlingen hier davonlaufen? Nein, aber ich hätte es schon einfach stehen lassen. Nein. Da. Dann ab zum Camp Knochenbleich, ne? Jo. Man nenne mich faul. Oh, ich bin da stimme ich zum Beispiel auch faul. Na gut, was soll's. Das sind nicht mal ein paar Meter gewesen, aber okay. Ja, wartet mal, jetzt muss man nämlich ewig weit weg und dann muss man wieder her, ja, und dann haben wir den Teleport nicht mehr. Mhm. Ach, das war noch ewig weit weg, scheiße, stimmt ja. Ach ja. Oh, schade, ich dachte, das sah gerade vom Subursus, das wäre hier drin gewesen. Lol. Sah es auch leichter noch aus. Das ist auch sie. Da drin. Sicher? Ja, nur einen Raum weiter. Oh mein Gott, ja, genau. Ich bin noch im Ladebildschirm. Weil es war ja Herberge, die Rede. Okay, der Teleport für ihn war schon mal nicht gut. Nein. Scheiße, stimmt. Hat sich für nicht gelohnt. Ist Teleport nie gut, nein. Ah. Ja, genau, hier. Warten wir noch kurz. Auf mich mal wieder. Oh, wie kommt's? Ja. Der Ladebildschirm macht's möglich. So. Bin ich jetzt im falschen Haus? Ach nee. Muss nur in den richtigen Raum rein. Und Spawn-Problem! Scheiße, ich setz mich natürlich wieder rein. Ich wollte mich eigentlich genau dazwischen setzen, aber nicht ganz geklappt. Und Spawn-Problem, wie geil. Ich freue mich. Naja. Aber guck mal, ihr und mein Arm sind zueinander verschlungen, so eingehakt, weißt du? Ja, könnte man so sehen. Best friends forever. Never. Und Spawn-Problem noch nicht behoben, ne? Ne. Merkst, wie du rumrennst. Er ist hyperaktiv, der Junge. Merk's. Ah, da ist er. Wunderbar. Ja, das ist eine Sie. Seht her, mein Junge, mein mutiger Retter. Mein Dank an dich kennt keine Grenzen. Ohne dein selbstloses Eingreifen weilte ich vermutlich nicht mehr unter den Lebenden. Doch was führt dich heute zu mir? Das weißt du ganz genau. Lol. ein seltsames Schreiben. Die Schrift ist eine Beleidigung für die Augen. Niemals ist dies das Werk eines geschulten Priesters. Doch wer könnte... Da fällt mir ein, dass vor einiger Zeit ein Gewand aus der Kirche entwendet wurde. Es wird doch wohl kein falscher Priester sein Unwesen treiben. Aha, da kommen wir der Sache doch langsam näher, ne? Ja, da fällt der Totengräber doch wieder ins Auge, weißt du, der ist nah an Reichweite. Ja, doch. Der war bei mir nie aus dem Auge rausgefallen. Achso, wir müssen nochmal mit dir reden. Achso, mit ihm. Ah, okay.
Ausgezeichnete Arbeit, Tristan. Langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Der Entführer muss sich als Priester verkleidet und die Flüchtlinge in eine Falle gelockt haben. Wir scheinen es mit einem Element zu tun zu haben, das genauso gerissen wie skrupellos ist. Ich werde die nötigen Vorkehrungen für die Fortsetzung unserer Operation treffen. Erstatte du Isenbart Bericht und rate ihm, Vorsicht walten zu lassen. Geht klar, Chef. So, also, ich weiß nicht, wollen wir es dann an 20 Minuten halten, oder? Ja. Ja, wenn ja, dann ist die Folge wieder rum. Ja, jetzt klatschen wir noch schnell zu ihm und dann, würde ich sagen. Also, ich würde sagen, wir geben die Mission jetzt noch ab. Ja, stimmt, dann haben wir die Quest zu Ende und fürs nächste Mal eine neue dann. Okay. Okay. Der Täter. Mach du. Der Täter hat die Flüchtlinge als Priester verkleidet hinters Licht geführt. Welch ungeheure Dreistigkeit. Welche Blasphemie. Danke für diese Warnung. Wenn ich eine verdächtige Person bemerken sollte, hörst du es als Erster. Ja. Ich habe den leckeren Helm genommen. Den leckeren? Boah. Du hast nicht zum Essen gedacht, Jasine. Und das war der einzige Text, den ich in dieser Folge gelesen habe. Woohoo! Congratulations. Ich hätte mich fast ums Lesen gedrückt. So, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Hau rein. Jo, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, ciao.